Tag und herzlich willkommen. Neben mir sitzt schon wieder Wow und Julia. Und heute sind wir mit einer Großpackung da, die gar nicht wie eine Großpackung aussieht, aber eigentlich eine Großpackung ist, denn es ist Safran. Und zwar unfassbare 10 Gramm davon. Das ist ziemlich groß für das, was man normalerweise ansieht. Denn Safran ist eines der teuersten Gewürze tatsächlich der Welt. Und deswegen gibt es auch ganz, ganz viele Leute, die das fälschen. Aber Koro ist dem natürlich auf die Schliche gekommen, beziehungsweise Piran. Und der wird euch jetzt mal erklären, woran man den guten Safran erkennen kann. Genau, man muss halt schauen, dass diese Blüten, das sind die Blüten des Safrans, dass die noch ganz sind, intakt sind. Und, es sind so kleine Fäden, dass die nicht irgendwie so krümelig und unterbrochen sind, ne? Exakt. Und dass es möglichst wenig Gelbanteil ist. Also diese gelben Stümmel, die manchmal am Ende da sind, der ist bei uns unter 10% der Anteil und der hat nämlich keine besonderen Aromastoffe und auch keine Färbkraft. Man kennt ja, wenn man Safran mit Reis aufkocht, dass der Reis dann relativ so gelblich wird. Und genau, also daran erkennt man guten Safran. Einige sagen, dass man am besten Safran in der Verpackung kaufen sollte, die irgendwie durchsichtig ist, dass man sieht, wie die Qualität ist. Genau, deswegen machen wir das nämlich auch so, denn es gibt auch ganz viele Anbieter, die das in dunklen Packungen machen und dann irgendwie sagen, dass das Safran irgendwie lichtempfindlich oder fotoempfindlich ist, aber überhaupt nicht so, sondern die wollen dann vielleicht einfach schlechte Qualität verstecken. Und weil wir ja so unfassbar transparent sind, machen wir das auch in transparenten Packungen. Ja, aber trotzdem am besten zu Hause gekühlt und, also nicht gekühlt, aber sozusagen kühl und trocken lagern. Also nicht irgendwie in der Sonne stehen lassen. Das ist nämlich nicht gut für den Safran. Genau, und warum 10 Gramm davon jetzt viel sind, das können wir euch auch gleich sagen. Denn tatsächlich, um ein Gericht für ungefähr 4 Personen zu würzen, braucht ihr nur eine unfassbar kleine Messerspitze von diesem gigantischen Gewürz. Du hast jetzt gerade, während ich die Einleitung gemacht habe, ein bisschen was davon probiert. Wie schmeckt es denn? So ungekocht und einfach nur getrocknet und einfach nur in den Mund geschmissen. Es ist so ein ganz eigener Geschmack. Es ist nicht so irgendwas. Also es ist ein ganz, ganz eigener Geschmack. Ich wüsste auch nicht, wie man das beschreiben soll. Also ich weiß es nicht. Es ist halt so ein ganz, ganz typischer, aber ganz eigener Geschmack. Vielleicht schmeckt es nach Safran. Ah ja, das kann sein. Ja, ne? Nicht schlecht. Ja, das finde ich auch. Und am besten auch nicht mit vielen anderen Gewürzen kombinieren, weil dann schmeckt das, also Safran ist halt ein sehr, sehr sozusagen unterschwelliger Geschmack, aber den kann man relativ schnell sozusagen überlagern mit anderen Gewürzen. Deswegen am besten nur Safran, wenn Safran. Und um da noch ein bisschen. Und nur Koro-Safran, wenn Safran. Um da noch ein bisschen Aroma rauszuholen, kann man das auch in einem Mörser zerstampfen, für Süßspeisen auch, ja, schön klein machen und dann, dass das Aroma richtig rauskommt und dass auch die Farbe rauskommt. Ja, weil das ist ja auch irgendwie ein großer Fakt, dass man hier diesen indischen Reis kennt man ja. Dass der schon gelb wird. Perfekt! Achso, und natürlich, ne, wie immer, prozentual ist das eine Großpackung. Safran wird meistens so in, ich sag mal so 1 bis 3 Gramm, maximal 5 Gramm verkauft. Das sind jetzt 10 Gramm. Das haben wir aber schon. Das habe ich schon gesagt. Wie gesagt, das sind 10 Gramm. Und da kann man wieder was sparen, ne? Also haben echt einen guten Preis gemacht, finde ich. Da kann man schon ordentliches Schnäppchen machen. Einen guten Deal machen, ja? Einen guten Deal, ja. Am besten mit Freunden, Verwandten, Teil. Kann man auch irgendwie cool abpacken und irgendwas in so eine kleine Schatulle und dann verschenken. Also so kann man das nicht verschenken. Wie sieht das aus? Wer verschenkt denn Safran? Das geht doch nicht. Würdest du dich über Safran freuen? Na klar. Ja, da weiß ich schon mal, was ich... Ich freue mich aber auch über Socken zu Weihnachten. Ach, wirklich? Na klar. Super. Ich freue mich auch über Socken zu Weihnachten. Gibt's aber keine. Gut, so viel dazu. Link findet ihr wie immer da unten irgendwo und ich muss jetzt mal diskutieren, was ich zu Weihnachten bekomme. Machen wir ja keine Socken. Genau, das dachte ich mir. Auf Wiedersehen.